Rico. Willkommen zurück bei uns, beim Robert und beim Alex. Und wir haben jetzt bei uns BTM, Behind the Mask, seit 2013 aus Braunau am Inn. Ja, ihr macht Deathcore. Was bedeutet das für euch? Ja, wie soll man das sagen? Deathcore, ja, am Anfang, wir haben anders angefangen. Wir haben vorher Metalcore, Hardcore gehabt. Aber wir haben dann auf die Schiene Deathcore gegangen, weil es für uns einfach anspruchsvoller ist zum Spielen. Und jetzt, man kann es nicht genau beschreiben, wo es ist, Deathcore, Death Metal. Mischung aus Deathcore und Death Metal, eigentlich. Okay. Weil es halt vom Spielwesen uns einfach mehr gibt, vom Spielen her. Im Vorfeld habe ich mal auf eure Facebook-Page geschaut, da habt ihr in der Biografie geschrieben, wie es zur Gründung eurer Band gekommen ist. Und zwar habt ihr einfach ein frisches Hopfengebräu getrunken und seid dann auf die Idee gekommen, eine Badengemeinschaft zu gründen. Wie war das eigentlich für euch? Also seid ihr Freunde, die einfach gedacht haben, Mensch, jetzt haben wir mal Lust, zusammen Musik zu machen? Oder wie seid ihr damals zusammengekommen? Ja, bei uns hat das eigentlich so angefangen. Ursprung, ich kenne einen Gitarristen schon lange Zeit, ich bin mit ihm im Volksschule schon gegangen. Und es hat sich dann alles nach der Zeit gegründet, mehr oder weniger beim Völker, weil wir halt doch alle miteinander Nachbarn haben. Und so ist das halt dann mehr oder weniger entstanden. Die Umschreibung, so wie wir es auf der Facebook-Seite haben, kommt halt eher vom Sänger und vom Gitarristen, weil die haben halt eher mehr, ja, quasi gesagt, mehr Kasperl wie alle anderen. Oder mehr dem Hopfengebräu zugewandt. Das sind wir alle. Okay, das ist ja jetzt ein Band-Contest. Seid ihr aufgeregt jetzt? Freut ihr euch auf euren Auftritt? Oder seid ihr eher alte Hasen und sagt, hey, wir gehen jetzt auf die Bühne und reißen das runter? Ja, ich darf es oberreißen, also nervös nicht. Also, ich freue mich aufs Spielen. Ja, wir auch. Und jetzt werden wir mal ein bisschen reinhören, was die Jungs dort auf der Bühne fabriziert haben. Genau. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. God, 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 God,
Sau cool, dass du es da hast, Herr. Ich bin cool mit der Hintergrundkostüme und so. Das ist echt nice, wie man aufschaut. Nur ganz kurze Mische, bitte. Seid ihr Sorgen, hört man nicht so gut. Okay. Draußen im Crowd. Bist du auch noch was? Okay, wollen wir noch lästig sein, bitte. Vier Schlagzeug, bitte Gitarre und Gesang, ein bisschen lauter. Jetzt sind übrigens hier da oben. Und ich brauche nur einen Gesang auf meinem Monitor, lauter bitte. Chaos. Okay, wie gesagt, sau cool, dass es da seid. Es freut uns echt. Vor allem mit so vielen Leuten habe ich nicht gerechnet. Sehr gewaltig. Du merkst es aber, was du hast. Why are you fucked? Why are you gone? Why?
aber ganz Publikum, ohne Scheiß. Wir sind eventuell vielleicht heute etwas andere Band. Bisschen härter, nur mal spüren. Okay, ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir haben einen super Tag, wie schaut es bei euch aus? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Mehr als die Hälfte von unserer Band ist ein bisschen übergewichtig. Das hängt mir nicht auf den ersten Blick. Wir essen total gern. Und darum heißt das nächste Viertel Eat or Die. Now I can destroy you. No one can hide from you.
Okay. Wo haben wir nur ganz gehört? Unser Drummer braucht ein bisschen mehr Messilade. Wir finden es auch cool, dass wir mit so gemütlichen Band spielen können. Es ist gar nicht so anders wie wir, aber es ist halt auf seine Art und Weise cool. Wir haben das voll persönlich. Ich finde das echt chillig, mit vielleicht das können, dass wir mit den Leuten spielen können. Jetzt bin ich gerade ein bisschen sentimental. Die nächste Nummer ist ein bisschen ruhigere Nummer. Typisch Metal, Menschen die Scheiße, wir hassen alle Menschen. Wir sind für Jörg und alle anderen nicht. Anti-Alles ist die Einstellung. Das nächste Lied heißt The Purge. Bevor der Janik bei uns dabei war, war es ja.
Wir haben halt unsere Musik gemacht, da war der Jerry Schlagzeuger, das war eigentlich ziemlich mies. Ja, und irgendwann haben wir uns entschieden, na, mit Jerry am Schlagzeug bringen wir sie wirklich weiter, wir brauchen einen Gescheiten. Verzweifelt auf der Suche, haben wir nach einer Woche einen Schlagzeug gefunden. Also natürlich übelst drüber gefreut. Ja, na, auf jeden Fall danke, Jarek, dass du bei uns dabei bist. Das nächste Lied war Stalker. Der um Liebe. Es ist das erste Mal, dass wir in Salzburg spielen und wir sind ultra begeistert, dass da die Leute super drauf sind. ja, Sarkov, das ist nicht Salzburg. Sarkov war ein schlecht wie ich, es war viel besser, es hat viel besser. Wir kennen uns zum nächsten Lied. Wir sind übrigens, BTM. Falls du keiner weißt von euch. Was ich gemacht habe.
es hat uns viel gefreut, wenn es für uns war, jetzt natürlich. Ist das, glaube ich, scheißegal. Wir kommen zu uns, das letzte Lied, was du ein hier tun. Ja, wir müssen kurz unsere Gitarre umstimmen.
Weil wir jetzt auch jetzt nicht spielen müssen, wir haben Leute irgendwie einen Kinder. Was spielen wir überhaupt? Spielen wir The Last Ride? Wir dann gerne fucking Unicorns für unser super Publikum spielen, nur das geht leider nicht. Das hast du gesagt, oder? Naja, das nächste Lied ist The Last Ride. Ich weiß nicht, was das ist. Das nächste Lied ist The Last Ride, da geht es um einen Erlkönig. Ich weiß nicht, ob du den Erlkönig kennst, super Märchen. Yeah.